So, da stehen wir jetzt am 27. Juni 2023 mitten im Wahnsinn vor ganz viel Kohle, also dem, was das Land nicht mehr hat und die Deutschen wieder brauchen wegen der Energiewende. Wir haben hier den Darian H., vollständiger Name der Redaktion, bekannt. Mit dem machen wir jetzt dann gleich wieder, wenn wir uns gestärkt haben, mit einem lustigen Energy-Drink, weil der Tag schon wieder lang ist. Ein kleines Interview, ein kleines Update, um was es geht. Der Darian hält mir fest, wir stehen hier vor einer Lidl-Filiale und der Roman wird dann wieder einsteigen, wenn es spannend ist, und erklären, warum wir vor einer Lidl-Filiale gestanden sind. Nicht nur wegen der Kohle, obwohl Kohle, also so viel Kohle hätte ich auch mal gern, gell? Mit dem Sinne sind wir wieder raus und hoppa. So, da sitzen wir jetzt auf einem Spielplatz, was der Tatsache geschuldet ist, dass es mir in dem Land einfach zunehmend nach Schaukeln als statt nach der tatsächlichen Realität ist. Die Schaukeln tragen mich da aber nicht und deswegen führen wir jetzt einfach, wie wir es einst schon versprochen haben, ein Update-Interview mit dem Darian. Wir haben ja im Intro schon erklärt, wir sind beim Lidl gestanden. Der Grund ist, unser letztes Interview ist inzwischen, glaube ich, ziemlich genau auf den Tag 7 Wochen her. Ja. Seitdem hat sich ein bisschen was, aber doch wenig getan. Ich fange einmal mit dem Positivsten an. Schwurblertasche auf. Ich war ja ein bisschen umtriebig. Schwurblertasche umgefahren, sehr schön. Ich war ja ein bisschen umtriebig und habe hier ein oder zwei Sonntagskollekten gemacht. Wie du weißt, da ist ja auch schon eine Banküberweisung auf dein Spendenkonto eingegangen. Der Roman wird das Spendenkonto dann natürlich am Ende nochmal einblenden. Du hast hier ein volles Kuvert, damit man das, ich darf es aufmachen für die Kamera, ja, ich habe es nämlich ja selber zugepickt, festhalten. Du hast da drinnen eine Sonntagskollekte und einmal Geld, nämlich genau genommen 200 Euro, das sind diese hier, von der Alex. Ja. Und das ist die Sonntagskollekte, das sind auch nochmal, glaube ich, roundabout um die 70 Euro oder so. Für dein Konto hiermit unproblematisch und Cash übergeben. Dankeschön. Damit sind wir beim Thema. Ich glaube, dein momentaniger Stand finanziell in Sachen Spendenaufruf steht bei ungefähr 1500. Genau. 1500 mit dem Kuvert. Das heißt, liebe Community da draußen, da sollte noch was passieren, da sollte noch ein bisschen Geld locker gemacht werden. Mir ist völlig klar, das Leben kostet teuer im Moment, ganz besonders in Österreich. Nichtsdestotrotz sehe ich jeden Erfolg und ich denke, dass deine Berufung ein solcher werden sollte und auch wird, als kleinen Dorn im System. Es ist nämlich mit jedem Sieg, den man da sozusagen erringt, nicht nur so, dass eine Einzelperson, also in diesem Falle du, gewinnst, sondern dass es ja tatsächlich auch eine Niederlage für das System ist, indem man nicht in irgendeiner Statistik sagen kann, ja, und die Schwurbler, die haben die und die und die und die bösen Straftaten begangen. Weil wenn man dir zum Beispiel, wie es aktuell noch ist, eben vorgeworfen hat, wofür du ja in erster Instanz verurteilt worden bist, Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet zu haben, dann scheint das natürlich auch in irgendeiner Kriminalitätsstatistik auf. Und wenn man das wieder revidiert und einfach sagt, na, die Schwurbler sind gar nicht so, wie sie dargestellt werden, dann ist das durchaus etwas, was der gesamten Bewegung auch zugute kommt. Und das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten, wenn man für einen vermeintlich Fremden spendet. Letztendlich sind wir alle auf diesem Planeten eine Menschheitsfamilie. Letztendlich sitzen wir alle mehr oder weniger im selben Boot. Und die, die sich da hervorgetan haben, um für Grund- und Freiheitsrechte aufzustehen und Gesicht und Haltung zu zeigen, sollten das auch tun, wenn einer der ihrigen da in Not geraten ist. Aber das ist jetzt, wie gesagt, natürlich nur meine Interpretation. Kommen wir zu dem, was in den letzten 9 Wochen passiert ist. Fangen wir mal mit dem Brisantesten an. Der Grund, warum wir beim Lidl waren, ist nicht nur, dass wir uns koffeinhaltige Getränke gegönnt haben, zum kleinen Einkaufspreis. Auf der Tanke ist es inzwischen immer drin. Wie gesagt, das Leben ist teuer geworden. Sondern weil du, wie du mir erklärt hast, seit
gestern, wenn genau, ich korrekt gestern. Informiert bin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ohne Erwerbstätigkeit bist. Du hast vor kurzem in einem neuen Betrieb angefangen. Man muss dazu sagen, das ist ein Betrieb gewesen. Wir werden die Firma nicht nennen, weil es nicht relevant ist. Bei dem die Mitarbeiter doch etwas akribischer durchleuchtet werden, weil sie eine Tätigkeit ausführen, die mit einer gewissen Seriosität hergehen sollte. Und da geht es um ein Führungszeugnis bzw. eine tiefschürfendere polizeiliche Überprüfung der Kandidaten, und dein Führungszeugnis war völlig in Ordnung. Genau, ja. Bei näherer Betrachtung ist man dann allerdings draufgekommen, und ich glaube, du hast da den Fehler gemacht, es selber nicht bedacht zu haben, dass beim Dienstantritt oder beim Vorstellen sozusagen zu bemerken, dass du ja noch ein Berufungsverfahren offen hast. Ja, das habe ich nicht erwähnt. Das heißt, das ist jetzt aufgetaucht, dass da noch ein offenes Verfahren läuft. Es ist nicht näher klassifiziert worden, was das für ein Verfahren ist. Mhm. Das heißt, dein Arbeitgeber hat einfach beschlossen, da hat's was. Genau. Und hat dich sicherheitshalber, nachdem er dich erst eingestellt hat, ohne dieses Ergebnis abzuwarten, jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt und dich wieder entlassen. Das heißt, du hast zuerst, weil du einer von denen bist, die arbeiten wollen. Wir haben ja in diesem Land sehr viel freie Jobs, theoretisch. Wir haben auch einen hohen sogenannten Fachkräftemangel. Und wir haben auch sehr viele Leute, die seit Covid eigentlich nicht mehr arbeiten wollen, wenn man draufgekommen ist. Daheim sitzen wird auch bezahlt. Du gehörst nicht zu diesen Menschen. Du willst arbeiten, und du hast natürlich auch durch deinen juristischen Wahnsinn da ein paar Altlasten und ein paar Schulden, die du möglichst loswerden willst und möglichst nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Das heißt, du bist wieder auf Jobsuche, und deswegen hast du gleich beim ersten Job, wo wir heute Getränke gekauft haben, noch gefragt. Genau. Ja, also wie gesagt, da sieht man mal, was da für ein Rattenschwanz dranhängt. Also du hast eigentlich nichts getan. Ich weiß, das ist im Moment vom Gericht noch nicht so eingestuft, aber wir sehen das so, nachdem man ja da dieses Videomaterial auch sehen konnte, wo man ganz klar sieht, die Polizei filmt das Geschehen in das Geschehen hinein, und du stehst 15 Meter abseits. Also wie man dir da vorwerfen kann, du wärst da sozusagen der Gewalttäter oder der Straftäter. Ja. Gut, was ist weiter passiert? Dein Anwalt, den du hattest im ersten Verfahren, ist, und das haben wir ja schon im ersten Interview festgehalten, nicht unbedingt zu deinem Vorteil gewesen, und hat zudem, ich sage jetzt einmal, doch recht fürstlich zugegriffen, was die Bearbeitungsgebühren in deinem Fall angegangen ist, und hat dir ja in der Zwischenzeit, sehr zu meiner Verwunderung, dann auch eine erneute Rechnung gestellt, in der nochmal Geld zu dem Betrag, der ohnehin schon sehr, meines Erachtens auch überteuert war, nachgefordert hat, und du hast inzwischen das Ganze in die Hand genommen, hast ein direktes Gespräch in der Kanzlei vereinbart und hast den guten Mann darauf hingewiesen, dass da einiges schiefläuft. Und was ist dabei jetzt rausgekommen? Ja, wir haben nur 1000 Euro gegeben, bar auf die Hand, und er hat gesagt, jetzt kommt keine weitere Rechnung, und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Gut, das ist jetzt, wenn ich richtig... Also insgesamt 3500 Euro, was er von mir gekriegt hat. Das heißt, wenn ich richtig informiert bin, liegt es roundabout gut 14 Tage, 3 Wochen zurück. Genau. Ja. Dann hoffen wir mal, dass er sich an diese Abmachung auch wirklich hält und da keine weitere Rechnung kommt. Sonst müsste man sich da tatsächlich rechtliche Schritte auch in dieser Geschichte einfallen lassen. Das heißt, man müsste dann damit entweder zum Konsumentenschutz gehen oder die Anwaltskammer einschalten oder was immer dann da notwendig ist. Aber das kann ja meines juristischen Empfindens und das ist natürlich ein leinhaftes, es nicht sein, dass ein Anwalt für eine noch dazu sehr mäßige und letztendlich nicht zielführende Verteidigung über 3000 Euro kassiert und da theoretisch nur sagt, naja, eigentlich hätte er noch Forderungen. Ne? Also so viele Schriftsätze hat er nicht gemacht, es ist kein Gutachter von ihm zu zahlen gewesen. Also eigentlich ist diese Summe, die er da nennt,
meines Erachtens noch eine sehr utopische und eigentlich nicht zu rechtfertigen. Gut, das heißt, du bist die Altlast sozusagen jetzt einmal los. Damit, wie gesagt, auch die finanziellen Reserven los. Du hast jetzt noch ein bisschen ein Startkapital von roundabout 1450 bis 1500 Euro. Ja. Du hast den Anwalt gebeten, den Akt an deine neue Kanzlei zu übergeben. Genau. Das hat sich ja auch sehr gezogen. Ist aber inzwischen in der Theorie passiert. Ja. In der Theorie deshalb, weil das Urteil, und ich glaube, deine Verhandlung war Ende April, 27. noch nicht schriftlich ausgefertigt wurde seither. Also zur Erklärung, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben heute den 27. Juni. Es sind also auf den Tag genau fast 2 Monate und ein Tag, aber lass mal wegfallen, vergangen, und das Gericht in Salzburg hat in dieser Zeit noch nicht die Zeit gefunden oder die Notwendigkeit gesehen, dein Urteil schriftlich auszufertigen. Und solange dieses Urteil nicht vorliegt, kann deine neue Rechtsvertretung natürlich nicht Einsicht halten, ob da Verfahrensfehler oder ähnliches passiert ist. Sehe ich das richtig? Das ist richtig, ja. Okay, das heißt, jetzt heißt es warten, nachdem es erst eine Zeit lang gedauert hat, dass der Akt übermittelt wird, heißt es jetzt warten, dass der Akt vervollständigt wird, indem das Urteil dazukommt. Genau. Und dann geht's hoffentlich positiv weiter. Das heißt, man schaut dann, dass man einen Termin für ein Berufungsverfahren eben kriegt und schaut, dass man das dann gewinnt. Ja, ich hätte mal gesagt, ich glaube, damit ist für den Augenblick an Updates alles gesagt. Wie gesagt, du hast das Geld hiermit übergeben bekommen, also nicht, dass irgendjemand... Ich bedanke mich auch ganz herzlich für alle, die was bis jetzt schon an Spenden sich beteiligt haben. Ich würde gerade sagen, nicht, dass da jemand glaubt, wir machen das da zur Eigenfinanzierung oder sonst was. Also Darian kann natürlich auch etwaige Rechnungen vom Anwalt und so weiter vorlegen. Ja. Wir machen das allerdings aus datenschutzrechtlichen Gründen zu diesem Zeitpunkt nicht, weil wir, wie gesagt, da keinen weiteren Rechtsstreit vom Zaun brechen wollen und weil man einfach mal abwarten will, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Genau. Aber so wie du gesagt hast, sollte ja zumindest das Drama mit deiner Erstrechtsvertretung hiermit beendet sein, und die neue ist ja, wenn ich das einmal so voraussagen kann, sehr, sehr, sehr engagiert und freundlich und kompetent. Mhm. Gibt doch ganz andere Ratschläge als der Erstanwalt, der gesagt hat, na, bloß keine Zeugen und dergleichen. Ja, also bleibt zu hoffen, dass das Urteil möglichst bald in schriftlicher Form ausgefertigt ist, und bleibt natürlich zu hoffen, dass ich alsbald wieder seitens irgendwelcher Kollekten, beziehungsweise noch viel einfacher, direkt per Spendenkonto, sagt Roman, blendet es ein, dazu gratulieren kann, dass da weitere Gelder bei dir einlaufen, weil, wie gesagt, das anstehende Verfahren wird ja doch auch noch ein bisschen was kosten. Das ist ja nicht nur eine nervliche Strabat, sondern leider Gottes auch eine, die ins Geld geht. Weshalb ja auch überhaupt diese Klage- und Strafwut wahrscheinlich vollzogen wird, weil man Menschen damit mürbe macht und damit natürlich in weiterer Folge auch deren vermeintlichen Kampfgeist für die Freiheit oder das Recht brechen möchte. Das ist halt zumindest das, was ich dahinter sehe, ja, wenn man sich auch anschaut, wie da in Österreich Journalisten verfolgt wurden und dergleichen, wie gern die Grünen in Deutschland aktuell klagen. Also es ist ein Mürbemachen, weil es geht ins Geld, es kostet Zeit, es kostet Nerven, und aktuell hat es sogar einen Job gekostet. Ja, leider. Naja, da bleibt zu hoffen, dass, nachdem ja, wie gesagt, im Moment sehr viele Betriebe Mitarbeiter suchen, du möglichst bald zumindest das Problem gelöst hast und dich wieder austoben kannst in der Arbeitswelt. Und ja, wir werden, wenn es wieder was gibt, ein Update machen. Ich hoffe, dass wir derer nicht mehr allzu viele machen müssen, weil ich, wie gesagt, hoffe, dass das Urteil zeitnah kommt.
deine neue Rechtsvertretung, mit dem gut arbeiten kann und da allerhand Verfahrensfehler finden wird, wie ich denke. Wie gesagt, es gibt ja auch ein Video, das bei Gericht nicht gewürdigt wurde. Es wurde ja auch auf die Verletzung als Folge deiner Festnahme nicht eingegangen. Es muss ja auch noch abgehandelt werden. Und wenn es wieder was Neues gibt oder was Außerordentliches zum Fall Darian H., dann werden wir uns natürlich wieder melden. Auch von mir natürlich vielen Dank für alle, die schon gespendet haben, beziehungsweise das noch tun werden. Wer möchte, kann natürlich unter den Kommentaren, also in der Kommentarfunktion, gerne auch Jobangebote oder Ähnliches anbieten für den Darian. Und ja, schauen wir mal, dass wir die Kuh da vom Eis kriegen und es in zweiter Instanz positiv ist und du auch bald wieder ein normales Leben mit Job und als unbescholtener Bürger führen kannst. Danke vielmals. Damit sind wir eigentlich für heute schon wieder fertig und ich kann mich jetzt endlich wieder meinem koffeinhaltigen Getränk widmen.